Aber bevor ich mich selber nass mache, nominiere ich erstmal drei Leute, die ebenfalls 24 Stunden Zeit haben, die Ice Bucket Challenge zu machen. Das ist erstens mein Australia Buddy Darum. Du bist nominiert. Dann Chan von Apple Roar. Du hast gesagt, du hast keinen Bock darauf, aber ich nominiere dich trotzdem. Dann Chan von Apple Roar. Dann Chan von Apple Roar. Dann Chan von Apple Roar. Okay! Dieser verdammte Maniac! Hat mich doch tatsächlich gegen meinen Willen getaggt. Niemand bei Apple Roar entzieht sich seinem Schicksal. Okay, Maniac. Ich werde dein kleines Spiel mitspielen. Das war meine Ice Bucket Challenge. Denkt immer dran, das ist alles für einen guten Zweck und soll für die Spendenaufrufe gegen die Krankheit ALS sein. Immer das bitte im Hinterkopf behalten. Und ich muss jetzt drei weitere Leute taggen. Ja, ist es bei mir. Ah! Oh, das ist viel, viel schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Hier, nimm den Eiswürfel. Umarmung für alle. Komm, free hugs. Und wir taggen jetzt folgende Leute. Und zwar als erstes den Typen, der unter dieses Video erster schreibt. Dann einmal den lieben Tom hier. Der hält mich gerade die Kamera und lacht sich gerade an. Scheiße. Du bist auch fertig, Tom. Oh Mann. Und dann taggen wir den lieben Trashy. Weil du gehörst auch einmal gewaschen. Oh nein, wie behindert, Falsche Challenge schon. Wenn ihr cool fandet, dass ich nass geworden bin, dann gebt ihr Video doch gerne mal einen Daumen nach hoch. Falls ihr unsere Hackfressen noch nicht leid seid, hier vorne kommt ihr zum letzten Apple War oder zu den Top 10 Einsteiger-Mangas, die wir gestern gedreht haben. Das war's von uns. Ihr macht ein Abo. Wir machen Abgang. Woo! Ja, es ist bei mir. Ah!